Bevor das Video beginnt, folgt mir unbedingt auf Instagram, denn ich habe tatsächlich jetzt Instagram. Da heißt ich heiße Verox-YouTube-Instagram, also @Verox-YouTube-Insta. Könnt ihr mich auf jeden Fall mal abonnieren, auch auf Instagram. Da kommen auf jeden Fall auch schöne Bilder online. Ja, und ihr habt mir so oft in den Kommentaren geschrieben, komm, mach Instagram, mach einen Channel, Instagram-Kanal, keine Ahnung, wie das heißt, Instagram-Seite auf. Und das habe ich jetzt gemacht. Weiß nicht, da werde ich nicht recht aktiv sein, aber ja. Und bevor das Video jetzt hier losgeht, möchte ich nur kurz sagen, es ist nämlich das hier später aufgenommen. Das Video sollte überhaupt kein Hate sein, Leute. Es ist nur ein bisschen rübergekommen wie ein Hate, aber lasst es euch gefallen, folgt mir auf Insta. Und ja, ich würde sagen, jetzt nochmal viel Spaß mit dem Video. Schaut es euch an. Nö. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem YouTube-Kanal. Und zwar heute machen wir ein super, super cooles Video wieder. Nö. Weil natürlich, meine Videos sind generell alle cool. Nö. Da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden, dass meine Videos irgendwie, ja, egal. Egal. Und ja, Leute, ihr seht es, ich bin wieder hier in meinem Zimmer. Und was mache ich hier meistens? Ja, reacten. Aber es werden nicht nur Reacting-Videos kommen, es werden auch ganz andere Videos noch kommen. Aber momentan habe ich einfach hier ein bisschen Bock auf Reaction und außerdem ist es draußen gerade nicht sonderlich schön, dass ich irgendwas drehen kann draußen. Oh, darkness, my old friend. Aber es wird wieder mal was anderes kommen, es wird wieder mal eine Fußball-Challenge. Es wird auf jeden Fall crazy shit noch auf diesen Kanal kommen, also unbedingt abonnieren. Aber Leute, ich werde heute auf etwas reagieren. Und zwar, ihr wisst ja noch, ich habe mal eine Sextape-Parodie gemacht. Die ist in der Videobeschreibung auch verlinkt, könnt ihr euch auch gerne nochmal reinziehen natürlich. Das ist natürlich... Nice. ...immer toll. Ich brauche natürlich die Klicks. Damn, it feels good to be a gangster. Auf jeden Fall habe ich hier etwas gefunden, und zwar Fantasiro. Was ist das? Dicke Lippenparodie. Und zwar Songparodien heißt dieser Channel. Das Video von Ihnen ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, das ist eine dicke Lippenparodie. Habe ich auch gemacht, dicke Bälle, aber ist nicht online gekommen. Wow! Weil ich einfach zu spät dran war. Die sind eigentlich auch sehr spät dran, 13.07.2018. Ich habe das erst jetzt entdeckt. Ich habe es mir nicht angeschaut, über die ersten 10 Sekunden, nur habe ich angeschaut und mir so gedacht, oh Gott, scheiße. Okay, also ich war nicht ganz so beeindruckt jetzt von den ersten Sekunden. Soll jetzt auch kein Hate sein, ich möchte euch da Songparodien auch nicht irgendwie total runterhaten oder so. Ja, es ist nur, ja, ich weiß nicht. Also was ich bis jetzt so gehört habe, hat mir nicht ganz so zugesagt, aber Musikgeschmack ist natürlich immer verschieden. Ich hoffe, es ist laut genug und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Von Anfang an. Fantasiro. Das Geile ist, Leute, das Geile ist, die Stimmen sind, also hier zumindest, wo im Original die Stimmen halt getuned sind, und die Stimmen muss man hier am Anfang tunen, das geht nicht anders, ja, und, weil es ist ja wie das Original, und die Stimmen sind ja aber nicht getuned am Anfang, also, ja, videotechnisch weiß ich nicht, ob es gut wird, aber audiotechnisch her sieht es mir hier schon mal bisschen schwach, also von der Audiobearbeitung habt ihr jetzt nicht unbedingt euch viel Mühe gegeben, aber ja, egal, schauen wir weiter. Fantasero, Fantasero, Fantasero. Ich habe ein Fanta, ja. Von dem Supermarkt. Ich kann's am besten, weil jeder nur ein Fanta mag. Es interessiert mich nicht gerade. Hol ein Fanta aus der Lade. Wenn die Kühltruhe ganz zu kühlen, hol ich eins wie ein Hase. Jetzt ist es noch frei. Geil, jetzt ist Schluss mit Sprite. Bitte, wenn der jetzt singt, ich gehe diesen Weg hinunter, ich drehe durch. Ich habe 50 Meter. Warte mal, hat er gerade gesungen, mit meinem Fanta habe ich bei Mädels ein leichtes Spiel? It was at this moment that he knew. He fucked up. Alles klar, Digga. Also, ich dachte, ich bin schon sexy mit diesem Wasser da. Nö.
Ich dachte, ich bin mit diesem Wasser sexy. Hello darkness, my old friend. Aber anscheinend doch nicht. Leute, wisst ihr aber, Leute, was ich mich frage? Nö. Leute, wie geht das da? Das ist doch, ich bild mir das doch nicht ein, oder? Seht ihr das? Schaut mal ganz genau hin. Ich weiß nicht, ob die Kamera jetzt fokussiert hat, aber da schwimmen irgendwelche scheißweißen Sachen drin. Nice. Irgendwas scheißweißes. Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Damn, it feels good to be a gangster. Aber egal, Leute, ich trinke mal aus meiner Flasche. Mir ist das scheißegal, was das da drin ist. Ah. Nice. Schmeckt auf jeden Fall fresh. Und ich glaube, wir schauen einfach mal weiter. Fanta Zero. Ja, also der Typ hier ist der Meinung, mit Fanta klärt er alle Ladies. Okay. Also kannst du mich vielleicht ja mal privat anschreiben, ob es funktioniert hat. Ansonsten muss ich mir hier in diese Flasche Fanta einfüllen. Ich glaube, aber an sich Wasser. Mit Wasser kommt man auf jeden Fall besser rüber. Also mit Fanta. Und es schmeckt einfach so gut. Okay. Digga! Da denke ich mir nur so, dieser Text. Ich möchte dich irgendwie total eigentlich nicht weghaten. Ich weiß, ihr habt euch auf jeden Fall Mühe gegeben. Ich weiß, was das für eine Arbeit ist, aber ich finde auch videotechnisch geschnitten, ja, kann man sich geben, das Video. Ich finde es nicht wahnsinnig gut, aber ja, es ist sehr wahrscheinlich mit einer Handykamera aufgenommen, aber ich weiß es nicht, könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, Songparodien, wenn ihr das hier seht. Und ich verstehe nicht, wieso dieses scheiß Video nicht auf Vollbild ist. Bruh. Wieso ist das nicht im Querformat aufgenommen? Das sieht doch richtig kacke aus so. Ich meine, es tut mir leid, aber es ist doch so, oder? Es sieht richtig kacke aus einfach. Und ja. Übrigens, also Likes, 12 Likes, 3 Dislikes. Und 3 Kommentare, wie viele Aufrufe, 146. Ja, was soll ich dazu jetzt noch sagen? Wir schauen einfach mal weiter. Wir sind ja erst bei 54 Sekunden. Das kann sich ja noch alles ändern. Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird sich hier nichts dran rütteln. Das kann sich alles ändern. Nö. Ich hab Fantasie, ich hab Fantasie und es ruht und was noch? Ich hab Fantasie. Also, textmäßig her hättet ihr euch schon mehr bemühen können. Beziehungsweise, wenn ihr dann schon so einen Text macht, dann bitte bei diesen Strophen, wo das Original und auch das dicke Klippen von Herr Moritz, was ich da sehe, so getuned ist an diesen Szenen, dann müsst ihr dann natürlich die Stimme auch bearbeiten. Das ist nicht böse gemeint, aber ich meine, was wollt ihr mit dem? Und ihr heißt anscheinend Songparodien. Ich habe mich mit eurem Kanal nicht beschäftigt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich weiß nichts von eurem Kanal. Aber ich weiß natürlich jetzt, ihr seht hier, ihr habt 41 Abonnenten, alles schön und gut, und hier 146 Aufrufe, alles schön und gut, aber ihr müsst die Stimme bearbeiten und Songparodien, ihr beschäftigt euch wahrscheinlich sehr stark mit Songparodien, wieso macht ihr dann sowas, also wieso bearbeitet ihr dann die Stimme nicht, oder ich kenne mich nicht aus, vielleicht war das, wenn das hier euer erstes Video war, das schaue ich dann nachher nach, dann ist es auf jeden Fall in Ordnung, aber wenn das jetzt schon die dritte Parodie ist oder generell ein Video von vielen, dann muss ich sagen, bin ich jetzt vielleicht nicht ganz so beeindruckt, aber ich habe mir auch nichts anderes erwartet. Wie ich die ersten 10 Sekunden geschaut habe, habe ich mir eigentlich genauso was erwartet. Aber an sich, ein Dislike muss man nicht geben, aber ich finde, ja, es würde ich jetzt so nicht hören. Taugt mir nicht so richtig. Schauen wir weiter. Ich hab Fanta Zero und es schmeckt einfach so gut. Schmeckt einfach so gut, Digga! Okay. Fanta Zero, 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 Fanta Zero,
Ja. Also bester Effekt, du gehst in den Supermarkt, gehst da rein, tust so, wie wenn du das hier austrinken würdest. Die Kamera schwenkt ein bisschen nach unten, dass man nicht sieht, dass du das nicht trinkst. Du stellst die nicht geöffnete Flasche dann wieder zurück. Und ja. Schlechteste Szene in diesem ganzen Musikvideo war wohl diese hier. Ich hab Fanta Zero. Digga, und dann gönnt er sich. Seht euch dieses fucking Gesicht an, Leute. Seht es euch an. Und dann gönnt er sich einfach so richtig krass hier. So 1 Liter, 1,5 Liter Fanta. Ja, kann man machen. Kann man machen, ja. Wahrscheinlich haben sie das Ganze sowieso danach wieder reingeräumt in die Regale, weil sie es nicht leisten können, aber egal. Zero, ich hab Fanta Zero und es schmeckt einfach so gut. Ich hab Fanta Zero, ich hab Also ich muss ehrlich sagen, dieses Fanta Zero, also dieses ich hab Fanta Zero, also das, ja, ist nicht so schlecht, aber dann, und es schmeckt einfach so gut. Und es schmeckt einfach so gut. Und du willst mich ficken. Das ist einfach viel zu schnell und es schmeckt einfach so gut. Dann singt einfach es und es schmeckt gut. Oder irgend sowas, aber nicht und es schmeckt einfach so gut. Das ist zu lang, ja, das ist einfach zu lang, Leute. Und ich weiß auch nicht, ja. Was soll ich jetzt sagen? Ja, ich schau mal. Ich hab Fanta Zero und es und was noch? Ich hab Fanta Zero, ich hab Fanta Zero, ich hab Fanta Zero und es Fanta Zero. Da war gerade einfach so ein Typ, der was einfach so hingeschaut hat zu dem, was da oben steht. Und hat einfach so geschüttelt. Naja, da hat keinen Bock mehr gehabt. Nice. Geil war das. Fanta Zero. Das sind safe seine Eltern. Geht einfach so runter. Ich hab Wasser. In der Tat. Schmeckt gut. Okay, die Musik wird lauter. Alles klar. Also, ich muss, also ganz ehrlich jetzt einmal, was mich jetzt hier interessiert, also Feedback, ich habe euch ja hier schon mal gesagt, was soll ich dazu sagen, Leute, also, ja, ich will euch jetzt hier nicht beleidigen oder haten oder so, aber ich finde das tatsächlich jetzt nicht so übertrieben krass, der Text ist eigentlich scheiße, ja. Und du willst mich ficken? Außer der Refrain, der geht, aber dann das mit diesen Fanta, was singt ihr da mit diesen Fanta irgendwas, aber weiß ich nicht. Erstens, ich habe einen Punkt. Ja, wenn ihr eine Parodie macht, dann ist ganz wichtig, dass ihr unten dabei einen Text einblendet, dass man sich den Text merkt und dass man sich da mitsingt. Ja, und ich habe da wirklich schon Erfahrung damit. Zweitens, wieso, also dreht ihr das Ganze auf Felsen. Ja, ich verstehe es nicht, weil es ist nach ganz klar eigentlich eine dicke Klippenparodie. Aber wieso dreht ihr das? Es steht ja hier dicke Lippen. Dann müsst ihr ja irgendein anderes Video machen. Dann müsst ihr ja nicht auf Klippen herumlaufen, nur weil Hey Moritz das auch gemacht hat. Also das verstehe ich nicht ganz, wenn es bei euch um Fanta geht, dass ihr dann auf Klippen herumläuft. Ich meine, es könnte ja, ja, aber es ist ja, das Original ist ja nicht dicke Klippen, ja, also was ich auch nicht verstehen kann, und das könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare, also ihr Songparodien, schreibt es mir in die Kommentare, wo habt ihr die Hintergrund, also die Musik her, den Beat, wo habt ihr den her, weil ihr müsst einfach von Anfang an, hier natürlich unter Fanta Zero, wenn das anfängt, und unter bei dann auch hinschreiben, von wem dieses Instrumental-Remake ist, das werdet ihr ja sicher nicht selbst gemacht haben, da bin ich mir zu 99,9% sicher, dass ihr das nicht gemacht habt. Okay. Aber Leute, ja, ich verstehe es halt nicht. Schreibt mir das mal in die Kommentare, wer das gemacht hat oder warum ihr dann nichts, und ihr habt auch nichts verlinkt, ja. Also ihr müsst natürlich ganz klar, es gibt sonst, ihr kriegt Probleme, ihr verlinkt nicht
das Original von Katja. Ihr verlinkt nicht den Beat Remaker oder Remakerin. Ihr verlinkt gar nichts. Ihr schreibt nicht mal was rein. Also das finde ich jetzt mal einfach nicht geil. Und das soll aber einfach kein Hate sein. Ich möchte nur nicht, ich möchte euch, es war wirklich hier nur ein Tipp, ja, an euch. Bitte macht, also es könnt da wirklich Probleme kriegen. Also nichts verlinkt, ja. Das gehört einfach dazu. Das ist Manier. Ich meine, ja, dass ihr Untertitel nicht einblendet. Ja, das ist eure Sache, aber ja. Na gut, Leute, ich glaube, ich habe das Video schon unnötig auf 10 Minuten gezogen, nur dass ich hier wieder mal mehr Werbung schalten kann. Auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen, das war's auf jeden Fall. Link zu der Parodie ist natürlich in der Beschreibung, zu meiner Parodie, zu meiner Sextape, ihr wisst Bescheid, schaut auf mein Auge, zu meiner Sextape-Parodie, könnt ihr euch auch natürlich gerne nochmal reinziehen. Link dazu in der Videobeschreibung, und auch der Fantasiero dicke Lippen-Parodie ist in der Videobeschreibung verlinkt. Meine Meinung habe ich jetzt dazu gesagt, und ich würde sagen, ich bin raus, aber Leute, wie gesagt, wenn ihr Video-Ideen habt, ab damit in die Kommentare, und ich würde sagen, haut rein, wir sehen uns auf jeden Fall wieder, und ich hoffe, dass dieses Video lustig geworden ist. Ich bin nämlich ein bisschen, was soll man dazu sagen, ne, also, ich habe tatsächlich Fieber, ja, ich weiß nicht, ob man es mir anerkennt, aber ich mache dieses Video eigentlich mit schlechtesten Bedingungen, die es gibt, und mir war auch richtig schlecht, vorhin habe ich eigentlich so gedacht, ich muss eigentlich so richtig kotzen, aber Leute, das geht jetzt schon wieder, aber ich habe ein bisschen Fieber, habe ich glaube ich immer noch, aber keine Ahnung. Leute, auf jeden Fall lasst ein Like da, ich hoffe, das Video ist trotzdem geil geworden, auch wenn es jetzt, wenn mir es vielleicht jetzt nicht ganz so gut geht, ich glaube, man hat es schon ein bisschen erkannt, aber Leute, ich würde sagen, das sieht wahrscheinlich so pedomäßig aus, wenn ich meine Hände so... Ja, tatsächlich, ja. Mein Speicherplatz ist wieder mal leer geworden und es hat aufgehört aufzunehmen. Aber egal, was ich hier gesagt habe, war sowieso nur Scheiße. Und ich würde sagen, Hanna Ryan, bis ein andermal, wir sehen uns und ciao! Like a tip. Like. Like, dislike, nix. Like.